Ich heiße Sophie Sudrich, ich bin in Deutschland geboren, habe dort auch die Schule besucht, bin aber auch Halbösterreicherin und ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich arbeite für die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und zwar im Sekretariat. Und innerhalb des Sekretariats arbeite ich für die Abteilung Principles and Values, also unsere Grundsätze und Werte. Und ich bin Assistentin für die Abteilung. Meine Ausbildung, ich war auf einer ganz normalen auf einem Gymnasium in Deutschland, habe aber auch ein Austauschjahr in Amerika gemacht, als ich 17 war oder so. Und bin dann danach auf die Uni nach Wien und habe internationale Entwicklung studiert mit einer Spezialisierung auf internationalem Recht, wo ich dann auch im Rahmen des Erasmus-Programms hier in Genf ein Zertifikat gemacht habe für transnationales Recht. Und Ausbildung, ja, ich habe gleichzeitig auch immer viele Praktika gemacht, also auf jeden Fall bin ich Generation Praktika. Gefühlte 100, in echt vielleicht nur 10, in unterschiedlichsten Organisationen, auch für die UNO, aber schon während der Schule für eine Bildungseinrichtung und für eine politische Partei. Und ich hatte das Glück, im Laufe meiner Ausbildung mir auch einige Sprachen anzueignen, eher durch Zufall, durch meine Auslandsaufenthalte als wirklich geplant. Zu meinen Aufgaben in meinem Job gehört vor allem meine Abteilung zu unterstützen und meine Abteilungsleiterin in den täglichen Aufgaben. Und darunter fällt unter anderem das Verfassen von Berichten, also internen Berichten, aber auch für externe Organisationen, Geldgeber. Außerdem das Verfassen von Kommunikationsmaterial zu den Themen, die in unsere Abteilung fallen. Und Recherche, die dazu auch in dem Zusammenhang anfällt. Und die Themen sind unter anderem, haben wir Gewaltprävention, Diskriminierung, Gender und aber auch die Grundsätze vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond und unsere Werte. Also das ist so die eine Kategorie von Aufgaben. Dann habe ich das Glück, dass ich auch als internationale Trainerin arbeite im Rahmen des Programmes YABC. Das heißt auf Englisch Youth as Agents of Behavioral Change. Das ist eine andere von meinen Aufgaben. Und dann gibt es immer viele kleine Aufgaben, die so anfallen von Knowledge Management, Liaisonarbeit, auf E-Mails antworten und so, das tägliche Geschäft sozusagen. Meinen jetzigen Beruf gewählt, weil ich meinen ganz kleinen Beitrag leisten wollte dafür, dass die Welt eine bessere wird, ob es möglich ist oder nicht, aber ich finde es eine große Bereicherung, in einer Organisation zu arbeiten, die das als Mission hat. In meinem Job, ich würde sagen, neben den normalen Qualifikationen durch Ausbildung und Sprachen und vielleicht Praktika schon vorher, sind ganz besonders wichtig die sogenannten Soft Skills, also dass man gut kommuniziert mit den Mitarbeitern, dass man verlässlich ist, dass wirklich die Kollegen auch denken, okay, wenn ich dieser Person was gesagt habe, dann wird es auch erledigt, dass man gut mit internationalen Kollegen zurechtkommen kann, dass man nicht zu sehr seine eigene Kultur irgendwie dominieren lässt, sondern dass man im Austausch steht mit den anderen Kollegen und auch offene Ohren und Augen hat. Das ist besonders wichtig. Besonders positive Aspekte meiner Arbeit sind, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun habe in meiner Arbeit und dass ich auch extrem viele unterschiedliche Themen behandle, wobei ich viel lerne, viel Neues lerne
Und ich hatte auch die Möglichkeit im Rahmen eines Trainingsprogramms, das heißt Youth as Agents of Behavioral Change, hatte ich die Möglichkeit, im Ausland Jugendliche zu trainieren. Und zwar in ihrer Rolle eine ethische Führungsrolle einzunehmen. Und das ist auch ein ganz tolles Projekt, was wirklich zu den positivsten Aspekten meiner Arbeit gehört. Negativ, es gibt eigentlich nicht so viel Negatives jetzt in meiner Stelle. Ich glaube, allgemein vielleicht, wenn man darüber spricht, wie es ist, für internationale Organisationen zu arbeiten, ist die Mobilität ist auf der einen Seite eine gute Sache. Also ich finde es extrem aufregend, dass man in verschiedenen Ländern arbeiten kann und die Möglichkeit hat, zu reisen. Auf der anderen Seite könnte das auch ein negativer Aspekt sein, wenn man eben in Bezug auf Familie und Partnerschaft, also es ist ein extra Aufwand, sagen wir mal so, das alles unter einen Hut zu bekommen, als wenn man in der gleichen Stadt sein ganzes Leben verbringt. Den größten Einfluss auf mich hatte auf jeden Fall das Youth as Agents of Behavioral Change Programm, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar, weil man mit Jugendlichen arbeitet und weil wir haben ein sehr großes, nobles Ziel, Frieden und Gewaltlosigkeit, was ein bisschen abgehoben klingt, aber auf der anderen Seite arbeitet man mit Jugendlichen und wenn man manchmal sieht nach wenigen Tagen, dass da tatsächlich eine Veränderung stattgefunden hat, wenn dich auf einmal jemand anschaut und sagt, boah, ich habe das noch nie aus dem Gesichtspunkt betrachtet oder man sieht, dass es diesen Aha-Moment gibt in einem Individuum oder in zwei oder drei, das ist eine unglaubliche Belohnung und das hat mich sehr beeindruckt. Das internationale Genf ist für mich auf jeden Fall sehr positiv besetzt. Ich finde, Genf ist gerade deshalb eine ganz besondere Stadt. Wenn ich meinen Freunden über Genf erzähle, ist das eigentlich das Erste, was ich sage, ist, dass es eigentlich eine nicht zu große Stadt, relativ klein und gleichzeitig hast du so viele verschiedene Kulturen, Hautfarben, verschiedene, auch von den unterschiedlichsten Hintergründen, sozialen Klassen, was auch immer, die auf einem relativ kleinen Raum eigentlich relativ friedlich zusammenleben. Also ich lebe sehr gern hier im internationalen Genf und liebe es, in der Stadt einfach rumzugehen und innerhalb von einer halben Stunde fünf verschiedene Sprachen zu hören. Ich glaube, wenn man sich für eine internationale Karriere interessiert, sind auf jeden Fall Sprachen sehr wichtig. Das gibt die Flexibilität, in verschiedenen Ländern zu arbeiten. Auch, würde ich sagen, ein Studium, was passt in der Hinsicht. Und dann, es ist immer gut, eine Spezialisierung zu haben in einem bestimmten Bereich, sei es ein technischer Bereich oder ja, also wo man seinen persönlichen Beitrag für eine Organisation bringen kann. Gleichzeitig finde ich es extrem wichtig, dass man das Spezielle abdeckt, aber gleichzeitig den Sinn behält für das Große und Ganze. Dass man auch, wenn man seinen kleinen Beitrag bringt, dass man lernt, oder versucht wirklich immer wieder aufs Neue zu verstehen, wie das große System funktioniert und ob man auch den Beitrag richtig leistet oder ob man nicht irgendwas verändern kann oder will. Das wäre mein Rat.